Sie sind heute in Begleitung, Ihre Freundin? Genau, ja, ist meine Freundin. Was macht sie denn so besonders für Sie? Also, eigentlich schon immer. Also ich hab sie kennengelernt bei Musikvideodreh, zu meinem ersten Musikvideo. Und habe mir sie quasi auch ausgesucht als damalige Schauspielpartnerin im Musikvideo, weil ich auch so gedacht habe, ich muss mir nicht irgendein Model irgendwo einkaufen für das Musikvideo, sondern fand sie interessant schon immer. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist eine Chance, so ein bisschen näher zu kommen. Und dann hat es funktioniert. Ja. Wie wichtig ist Social Media für Sie? Voll wichtig. Also ich komme von da, ich habe meine Musik von da immer schon von Anfang an verbreitet und geteilt. Und da wurde ich quasi geboren und da werde ich auch immer bleiben. So. Und jetzt sind gerade solche Events immer sehr aufregend für mich, weil es halt quasi mal raus aus dem Social Media Leben ist. Und was werden Sie daraus machen, was Sie jetzt so... Also wir haben jetzt heute ein bisschen unseren Tag gefilmt, gerade halt Auftritte filme ich sowieso immer mit, um es mir danach anzugucken, weil ich werde ja auch auftreten auf der Bühne und bin vorhin schon beim Fanpreis aufgetreten und immer wieder zum Lernen, immer wieder Selbstreflexion, so, deswegen auch hauptsächlich. Und einfach um schöne Momente für später halt festzuhalten. Also ich teile das auch nicht nur wegen der Community, das ist auch ein großer Teil davon, aber auch für mich einfach, weil... Ist mir dann auch eigentlich egal, was die Leute jetzt richtig krass feiern, sondern wenn ich selbst sage, ey, ich will das selbst sehen mal wieder, gerade so Urlaubsvideos auch, gucke ich mir dann immer gerne mal zwei Jahre später wieder an. Es gibt ja auch so Posts, die bereut man vielleicht irgendwann mal. Was war das Schlimmste, wo Sie jetzt sagen? Weil ich glaube, das waren Facebook-Profilbilder früher, so mit Webcam. Die kommen auch immer irgendwann raus. Die man früher richtig gefeiert hat und dann auf einmal... kamen dann die größeren Kameras, aber es sind halt die Anfänge. Ne? Also ich bereue eigentlich so gar nichts wirklich, was ich jetzt mal hochgeladen habe. Aber es ist halt witzig, sich selbst zu sehen, ne? So als kleiner Dude damals. Was sind so Reaktionen von Menschen, die Sie kriegen? So, was war so das Witzigste, Schrägste, Besonderste vielleicht? Also es ist immer was ganz Besonderes, halt die Leute in echt quasi zu sehen, weil ich sitze halt meistens dann vom Computer und lese mir die Kommentare durch, so auf YouTube. Und das ist aber sehr schön, die Leute dann halt hier zu treffen. Und meistens sind es sehr schöne Reaktionen. Gerade bei Musik hast du halt den direkten Blickkontakt, ja, gerade wenn du auf der Bühne stehst. Und das ist halt bei einem Video-Upload jetzt nicht so. Aber das finde ich eigentlich sehr schön. So, und auf der eigenen Tour war es sehr toll, weil ich halt gesehen habe, die Leute sind jetzt da wegen meiner Musik wirklich. Und ich konnte quasi machen, was ich wollte. Das war das Gute. Weil die Leute halt jetzt nicht auf jemand anderes gewartet haben, sondern halt auf mich wirklich. Und jetzt irgendwie komische Reaktionen. Ich glaube, das war mal als ein Zuschauer in meiner Wohnung, also nicht in meiner Wohnung drin, sondern in meinem Wohnhaus stand und gefragt hat, oh, ob ich nicht ich bin. So, und ich dachte, ja, ich bin ich. Und sie, ja, hey, ich gucke mir eine Wohnung hier drin an. Wohnst du hier auch? Und ich so, nein, ich besuche nur einen Kumpel. So. Ich habe sie aber auch seitdem nie wieder gesehen. Ich glaube, sie hat die Wohnung nicht bekommen, aber das war schon sehr witzig. Ja. Was sind so Kommentare, oder die so über Social Media kriegst? Eigentlich hauptsächlich über die Musik. Und es kommt immer von Plattform zu Plattform halt drauf an. Also Musik findet halt auf YouTube statt, da geht es darum. Und auf Instagram sind es halt natürlich über das Outfit, was man gerade macht, ob man gerade Sport macht oder nicht. Das sind dann immer so die verschiedenen Dinge halt. Dann gehen zum Beispiel auf Instagram ist meistens ein bisschen oberflächlicher und YouTube ist halt mehr die Person so im Vordergrund. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich für sich persönlich? Dass es auf jeden Fall so weitergeht und dass ich meine Musik halt einfach weitermachen kann. So den Luxus haben zu können, Musik zu machen. Genau.